Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Krustenserver. Ich habe jetzt die letzten Stunden meines Lebens hier verbracht und habe was Neues gebaut mit einem Mitspieler hier, der heißt Tobi. Der hat ein bisschen Wege gebaut und dann so eine Stunde ungefähr hat er mitgebaut und dann ist er gegangen und ich habe in der Zeit weiter gebaut. Also ich bin dann auch gegangen zu der Zeit, aber Denise ist heute nicht dabei, denn die hat keine Lust. Und oh, was ist denn da? Oh, wer ist da? Oh mein Gott, der Geist von Denise. Also ganz grob mal gezeigt, wir hatten diese Ecke hier aufgeräumt. Wir wussten das Passwort nicht mehr, wie man das mit Passwort machen kann, dass Denise auch mit an die Kisten kann. Und deswegen hat Denise wieder alle Kisten hier oben. Ich habe in der Zeit hier unten schon hier oben gehabt, das Lager gebaut, hier. Wo ich jetzt nur dran kann, das ist alles meins. Also, wir müssen mal gucken, wie das hier geht. Das ist alles meins, warte. Das ist alles meins. Die ganzen Dias hier. So. Denise hat hier immer noch die Hühner und alles Mögliche. Oh, da war schon eine Hand. So, wir gehen aber jetzt dahin zu der Stelle, die ich euch zeigen möchte, woran ich jetzt die letzten, könnte man so sagen, 5 Stunden gearbeitet habe. Wir haben erstens hier gestern Abend so einen kleinen Garten noch hier gebaut, ne? Also so einen Steg, wo man hier ein bisschen so sitzen kann. Ich möchte jetzt nicht so viel in die andere Richtung zeigen. Hier kann man durch. Es regnet gerade. Es ist immer wunderschönes Wetter. Hier regnet immer. Ist normal irgendwie im Wald. Also hier kann man ganz gemütlich sitzen. So. Dann kann man sagen so, hallo, na, wie geht's? Alles klar bei dir? Alles tschüss. Okay. Und dann könnten wir zu der neuen Stelle gehen, die ich gebaut habe. Und deshalb war ich farmen. Mit dem Tobi zusammen. Übrigens habe ich dir noch eine Brücke. Ja, habe schon gezeigt. Eine Brücke. Und dann seht ihr schon hier oben. Ist egal. Mipfelles Tierpark. Ich will das noch geändert haben, aber er hat es hingegangen. Ich kann es nicht wegmachen. Dann haben wir, können wir einmal hier so gehen. Haben wir hier so ein kleines Häuschen. Zack. Ja, geh halt nicht auf die andere Seite. Okay, ich gehe dahin, bleib da. So. Also wird ein Tierpark. Also ich möchte eher so ein Streichelzoo oder sowas machen, sowas ähnliches. So, da haben wir hier so ein Häuschen mit Kasse. Wo man sagen kann, ja, hallo, ich möchte gerne Eintritt bezahlen für eine Person. Bekommst du nicht. Tschö! Okay, dann gehe ich rein. Okay, hier liegen noch die Kisten von uns beiden. Dann das war bis jetzt nur hier dieser Weg. Dieses Stück hier. Und ich habe gerade eben noch an das hier gearbeitet. Hier so einen kleinen Bach. Hier sollen überall noch so Weizen dran, damit das irgendwie nicht so scheiße nur aussieht, wenn hier alles nur so voll mit Erde ist. Ja, ich bin dann noch nicht fertig, ne? Die Deko kommt immer am Schluss. Ich habe hier ein paar Büsche hingesetzt, damit das nicht einfach nur so leer aussieht. So, dann habe ich hierfür habe ich am meisten Zeit gebraucht. Ich wusste einfach nicht, wie ich diese Treppe machen soll. Vor allem, dass die so auch überall gleich breit ungefähr ist. Ja, das hat mich Ewigkeiten gekostet. In Ordnung, so. Ja, ich weiß, es hat trotzdem. Wir dürfen vielleicht noch ein bisschen Kies reinsetzen oder so. Ja, ich habe ja keinen Kies. Hier oben ich soll. Ich habe Kies. Ja, schön, was du hier. Also grobe Erde meinte ich eigentlich. Ich habe grobe Erde. Hier oben soll dann ein Gehege hinkommen. Und zwar entweder so ein Kaninchengehege mit so kleinen Spielsachen und so kleinen Hütte, wo die drin wohnen können, weißt du? Mhm. Sowas halt wollte ich hier oben hinbauen. Ja, generell meinst du das Tor ist so ein Haus, wo die drin schlafen und dann halt noch ein Außengehege. Ja, genau. Halt so, ist das so ein großes Gehege, sondern ich möchte keine ganz kleinen Gehege machen. Ja, nochmal. Oder wie die Nies unten im Keller. Also das war nur zu Dings. Ich wollte eigentlich nicht so viele da drin haben. Ja, viel Spaß, die alle rauszuholen. So, dann sollte man hier so runtergehen können und kann hier vielleicht ein bisschen vielleicht picknicken oder so. Sieht das natürlich jetzt nicht so schön aus hier oben so. Ja, das ist ein Loch. Ja, das ist normal, das Wasser fließt ja auch da durch, ne? Ja, das ist im Groben das, was ich gebaut habe in den letzten Stunden. Das war vor allem das hier oben, musste ich alles eben machen. Das war alles uneben. Hier unten habe ich auch ein bisschen. Das war alles so tief wie hier. Hä? Lol, auf einmal hat es aufgehört zu regnen und es ist auf einmal volle Kanne hell geworden. Hab ich glaube auch bemerkt. Hat jemand hier das Times of Day gemacht oder was? Keine Ahnung. Nicht, ne? Ist denn also irgendjemand hier drauf, der das machen kann? Ach, Nislo. Ja, der kann das natürlich, ne? Ja. Ja. Also ich finde auf jeden Fall, das sieht schon mal sehr schön aus. Das hat mich gerade eben auch jemand gelobt. Ja, was war das denn? Hallo.
Ja, Flexo war da. Flexo mit, wie hieß sie nochmal? Irgendwas mit, hier, Alina. Also Alina, denke ich mal. Ja. Ich wollte in der Folge eigentlich das Gehege anfangen zu bauen, aber mir ist gerade aufgefallen. Was? Dass ich da gar keine Lust drauf habe, das jetzt zu bauen. Ja, geilo. Aber wir können uns nochmal ein bisschen hier umgucken. Also ich finde, es sieht auf jeden Fall mega schön hier aus jetzt. Das Haus gefällt mir jetzt nicht mehr so doll. Wir müssen das ein bisschen umbenennen. Also diese Materialien hier, die kann man ja sehr leicht ändern. Da muss ich innen drin auch noch ein paar Wände ziehen, weil das soll ja nicht alles offen sein. Und vor allem die Treppe nach oben. Ich würde empfehlen, hier einen dunklen Boden reinzumachen. Ja, ich weiß halt noch nicht. Wir müssen jetzt noch gucken. Hier sind auf jeden Fall jetzt auch ein paar Wege gebaut. Man kann jetzt hier so schön hier langlaufen. Dann kann man hier, sollten wir auch einen Weg hinbauen können, dass wir dann nach hier unten gehen können. Ne, hier unten wohnt ja jemand. Ja, deswegen ja dann halt. Hier so rechts rum. Hier über die Bäume, die werden natürlich dann irgendwie weg sein. Weil hier drüben habe ich gesehen, das hat man auch in dem Video schon gesehen, was ich nicht gesehen habe, dass der Theodor baut. Ja, das habe ich da noch nicht gesehen zu dem Zeitpunkt. Obwohl es schon da war, aber ich kann ja nicht auf alles achten, ne? Das ist ein Theodor. Weiß ich nicht, wer das ist. Ich habe den auch noch nicht hier gesehen. Generell sieht man hier wenig Leute bauen, aber hier steht eine Fichte auf einmal. Das heißt, er braucht auf jeden Fall wieder Holz. Ich würde ihm gerne auch ein bisschen Holz spenden. Weil das sieht ja schon krass aus, ne? Kann man ja denen mal Holz geben, genauso wie ihm hier. Die bauen ja beide diese Riesenhäuser. Ja, dann haben wir hier den Weg. Das ist eigentlich der Tempel. Ja, siehst du doch. Ja, da brauchen wir auch viele Steine für, ne? Sieht man ja. Innen, ne? Ich weiß nicht, innen war ich noch nicht drin. Wir können ja mal reingehen. Ich aber hoch. Ja, nochmal. Vielleicht spoilern wir was. Eine Spendenkiste schmeißen wir nur sofort rein. Gucken wir mal rein. Ist noch nichts. Wir können ja trotzdem mal reingehen. Ja, okay, wollen wir wieder hochgehen. Da hinten wird auch ein Haus gebaut. Hast du noch was zu essen? Da hinten wird noch was gebaut. Oh, ja. Nimm ich das heute. Ja, das hier leckt es ein bisschen. Das sieht cool aus von hier aus, ne? Was? Da oben? Ja, das hat mir eh schon so gefallen. Das sah ja schon sehr schön aus. Ach, die Brücke ist hier vollendet worden. Perfekt. Können wir einmal rübergehen über die Brücke? Ach so, diese große. Die war gestern noch nicht fertig und heute ist sie fertig. Das heißt, die war wie immer wieder aktiv. Brücke zur Farm. So was denn für eine Farm? Ja, eine Farm wahrscheinlich. So was wir auch machen. Ach, da ist ja jemand. Ach, der hier. Hier liegt Erde. Ich will es nicht aufheben. Hier scheint wohl einer zu bauen. Also er hier wahrscheinlich. Hier bin ich auch nicht so oft. Ich bin halt immer nur bei uns oder ich laufe hier zum Portal. Nochmal, was sollen wir sonst hier machen? Ne? Schauen wir uns das nochmal an. Okay, das ist noch ein Rohbau. Aber das sieht auf jeden Fall auch schon mal schön aus. Die kommt da hin erst. Ah, das ist wahrscheinlich die Farm. Das ist das Farmhaus. Nee. Klar, warum nicht? Ja, keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall schön aus. Ich will jetzt nicht da reingehen, weil das macht man halt nicht, ne? Das ist ja nicht mein Grundstück. Ich habe mein Grundstück ja schon groß genug gemacht. Aber bei uns baut ja auch so gut wie gar keiner. Aber es fühlt sich auf jeden Fall. Es fühlt sich. Wir dürfen auf jeden Fall hier auch mehrere Häuser bauen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall ein bisschen noch mehr machen. Ja, na klar. Wir wollen ja es natürlich auch schön halten. Ich will ein Baumhaus noch bauen. Aha. Das war ich auf jeden Fall schon richtig. Also darauf bin ich gespannt, wie das hier nachher wird, wenn das fertig ist. Da bin ich schon die ganze Zeit gespannt, wo ich das gesehen habe schon, ey. Ja. Oh Gott, ey. Der Server leckt hier nur ein bisschen. Das ist ein bisschen ja, das ist ein bisschen schade jetzt. Aber das liegt daran, wenn so viele Spiele online sind. Man sieht ja, ist, glaube ich, voll der Server. Der und dann voll, leckt das ein bisschen. Aber ich finde, das ist noch angenehme Lags. Es gibt viel schlimmere Lags. Ja, natürlich. Man muss hier ein, zwei Mal einen Block abbauen, aber das ist jetzt nicht so tragisch. Kann man sagen, nee, kannst du gar nicht drauf spielen. Also, ja. Ich würde sagen, wir haben heute nur ein bisschen so euch noch ein bisschen hier die Welt gezeigt. Ich war die ganze Zeit nur farmen. Ja, Denise war nur farmen. Deswegen haben wir auch so viele Dias. Und die hat eine Glücksspitzhacke, das liegt auch daran. Und Behutsamkeit. Oh, komm mal mit. Ich habe auch Behutsamkeit. Ich habe Effizienz 2 drauf machen wollen. Einfach nur so, was? Damit ich meine Diaspitzhacke verzaubern kann. Und dann. Ach, das ist unten. Komm mal und mit. Dann unten. Kam noch Behutsamkeit drauf. Und das ist eigentlich sehr geil. Und ich hole mir noch mal eben was zu essen. Zack. Wir brauchen unbedingt irgendwie was, dass wir
regelmäßig Essen haben und nicht gucken müssen, dass wir immer was haben. Kannst du die aufmachen? Ja. Guck mal. Ja, die nächste war in einem Eistempel. Also ich habe das ja schon gefunden, als ich abends mit der Kutsche gefahren bin und dann kein Geld mehr zahlen wollte, um zurückzukommen. Und dann bin ich den ganzen Weg nach Hause gelaufen, 10.000 Blöcke ungefähr. Kannst du die auch noch aufmachen? Was? Kannst du die noch aufmachen? Ja. Und dann habe ich einen Eistempel gefunden, oder wie das auch immer heißt. Ja, Eistempel. Ja, und dann Denise ist dann mit ihrer Spitzhacke hingelaufen und hat gefarmt. In der Zeit habe ich ganz viel Erde gefarmt, damit ich das verkaufen kann und mein Geld bekomme. Aber ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über eine positive Bewertung freuen und schreibt uns vielleicht in die Kommentare, was wir vielleicht noch bauen können. Ja, erstmal werde ich dieses Projekt hier beenden. Ne? Also ja, ich werde jetzt nicht 1000 Projekte anfangen. Ja, wir fangen danach an. Erstmal das, was wir vorhaben. Du weißt schon. Das geheime Projekt hier drin. Ja. Das kann man auch irgendwo hier in die Nähe packen. Nur das sieht man von außen gar nicht, sag ich mal. Es wird unterirdisch. Unterirdisch oder genau, wie das auch heißt. Genau, ist halt versteckt. Das ist halt nicht geheim. Könnt ihr mal raten, was wir mit den ganzen Eis da machen wollen. So, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über eine positive Bewertung freuen. Und dann macht's gut, bis morgen oder bis später. Und jetzt hat man mich doppelt gehört, weil ich ein bisschen lauter wurde, weil Denise keine Kopfhörer trägt. Bis dann. Tschüss. Ciao.